Hallo ihr Süßinnen, etwas sich als Tiere oder Gegenstand definierende, kulturell benachteiligte und alle, die ich jetzt vergessen habe. Wir wollen heute die beste Region aller Zeiten, Galaxien und Dimensionen loben. Unsere Ampel. Sie setzt Prioritäten, gendergerechte Sprache anstatt gleicher Bezahlung, Unisex-Toiletten, progressive Projekte und Denkmäler statt Schulsanierung oder Investitionen in die marode Infrastruktur. Durch die Ampel ausgesprochene Corona-Verbote, Lockdowns und der finanzielle Ruin für etliche Bürger haben doch unser Leben erst aufregend und toll gemacht. Wir zerstören unsere eigene Wirtschaft für das Klima und zum Wohle anderer Volkswirtschaften. Damit sind wir Weltmeister im Regenbogen-Ranking. Jennifer Morgan wird hiermit zum veganen Bundesverdienstkeks am BandträgerInnen erklärt. Wir exportieren nicht mehr Autos, sondern importieren Westasiaten, damit wir endlich ein Land mit tolerant ausgeprägter Religionsfreiheit wie Afghanistan werden. Ein Paradies für Schwule wie Syrien und der Irak. Oder die Vorreiter für Transsexuellenrechte, Saudi-Arabien. Und die Ampel verstärkt klugerweise die Zuwanderung. Das nennt man zukunftsfähig und gesellschaftlichen Frieden stiftend. Und unsere Bürger verarmen durch Inflation nicht immer mehr. Sie haben einfach nur kein Geld. Anstatt sich mit banalen Existenzsorgen von den Menschen zu beschäftigen, sorgt die vorausschauende Ampel dafür, dass man besser sein Geschlecht wechseln kann. Statt langweiligen Investitionen ins Bildungssystem pumpt die Ampel lieber Geld in andere Länder und die Bundeswehr. Wo sollen denn die Fachleute der Zukunft herkommen? Natürlich aus dem Ausland. Selbst Leute ausbilden ist nämlich voll Nazi und Spießer. Deutsche Facharbeiter, allein das Wort ist rassistisch, transfeindlich und anti-genderfluid. Um endlich tolerante Kinder zu haben, sollten endlich BDSM-Meisterlesungen in Kitas und Krippen stattfinden. Statt Essen sollten wir Bio-Almans unsere Haufen verspeisen müssen, Regenwasser trinken und in Lehmhütten wohnen, ohne fließendes Wasser oder Strom. Schließlich brauchen unsere westasiatischen Raketentechniker Wohnraum, Essen und Luxus im Überfluss. Aber ich bin sicher, das kriegt unsere Ampel auch noch hin. Insofern, ein fröhliches Bye-bye, ihr Süßinnen.